Okay, die Plasmapistole nehmen wir mit. Wo lag die? Alles klar. Okay. Immer versuchen, Munition zu sparen, so gut es geht. Noch verwechseln. Schön. Gut zur Seite gesprungen. Boah. Knappe Sache. Wechseln mal die Waffe. Was haben wir denn hier? Erschütterungsgewehr. Das Ding sollte ein bisschen Bumm machen. Oh ja, tut es sogar. Schleudert die gut zurück. Okay, dürften alle gewesen sein. Und mal weitergehen. Ich glaube, hier kamen wir her, ja. Dann weiter hier durch. Ach so? Okay. Wunderbar. Die Reserveabschussstation sollte links hinter der Luftschleuse sein. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Cortana. Ach, nichts. Erreichen Sie einfach die Abschussstation. Irgendwas ist mit Cortana los. Verzeihung. Habe ich verpasst, dass wir einen Blutväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Ein bisschen anders aus. Gefällt mir aber besser als das Design von Reach. Ich hab immer noch die Salve. Oh, die springen aber schnell weg. Okay, dann nehmen wir die mal alle aufs Korn. Ah, komm da raus. Krieg die noch, ich rück die noch. Oh, das Ding schwirrt einfach in der Luft. Das ist schwerelos. Oh shit, da hinten haben wir einen dämlichen Sniper. Da. Ah, ich hab ihn, alles klar. Kein Problem. Okay, jetzt nicht gerade wenige. Da sollten wir aufpassen. Ich würde ein bisschen Munition sparen irgendwie. Den kann ich nicht so leicht erledigen von hier, oder? Keine Munition mehr. Findet sich doch garantiert hier noch was. Hm, sieht schlecht aus. Da haben wir noch was. Den Nadelwerfer. Chief, Sie müssen die Raketensteuerung finden. Schon dabei. Nur die Gegner stehen halt im Weg. Schild außer Gefecht und tot. Die haben sogar kleine süße Schutzausrüstung an. So einen kleinen Raumanzug. Die Viecher fand ich schon immer geil. Nicht die besten Kämpfer. Aber wenn es eine Menge von denen sind, können die schon gefährlich sein. Okay, ich scheiß auf die Plasmapistole. Mit dem Ding bin ich erstmal besser beraten. Und dann hier ein nettes Allianz-Karabiner, hey. Alles klar. Angeschossen und erledigt. Oh shit, das ist nur so ein Viech. Okay. Rakete ab. Abschuss eingeleitet. Gleich geht's so los. Gleich geht's so los. Oh, irgendwas ist da los. Boah, das auch noch. Okay, dann mal runter. Gehen Sie runter. Okay, was müssen wir jetzt machen? Freiräumen. Machen wir doch glatt. Okay. What the? Ah, das Schiff beschießt mich. Müssen wir gut Deckung hier suchen. Okay, das sind viele von den Viechern. Nur eine Stick Grenade und zwei andere Granaten. Die sollten wir nutzen. Oh, jetzt sind auch noch so kleine. Den Einzug direkt auch. Perfekt.
haben wir wieder einen Waffenstand. Wir können uns gleich wieder Waffen holen. Das wäre der Karabiner. Sturmkarabiner diesmal. Okay, wir warten erstmal, bis wir das Ding leer geschossen haben. Ich finde, mit dem Ding bin ich besser beraten. Oh, jetzt muss ich nachladen, wo seine Schilde down sind. Komm schon. Okay, einfach mal eine Granate in die Mitte. Ja, voll. Machen noch gute Fortschritte. Da geht noch eine hin. Lustig, wie die Granate ganz normal fliegt, aber alles andere schwerelos. Ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt können wir wechseln. Hartnäckig, die Viecher, ohne Mist. Kommt man denen zu nahe, geben diese direkten so einen richtig starken Nahkampfangriff von sich. Gar nicht mal so übel. Ich glaube, hier ist alles freigeräumt soweit. Ah, der schwirrt auch nur lustig rum. Okay. Wow. Haben wir das Ding doch erwischt. Chief. Wir wurden nicht von der Allianz gescannt. Kümmern wir uns jetzt um den riesigen Metallplaneten? Aber sowas von. Oh oh, werden wir da reingezogen? Wir werden von einem Gravitationstrichter in den Planeten gezogen. Oh shit, weg hier! Beeilen wir uns! Sobald wir den Ereignishorizont überschreiten, zerreißt uns die Atmosphäre. Boah, das wäre richtig scheiße. Fahrzeugbucht, achtern! Markiere die nächste Luftschleuse, los! Okay, okay, gleich da, gleich da! Schon macht das Ding zu! Boah, geschafft! Komm schon, geh auf! Geht doch, man muss es erschlagen. Okay. Geh durch. Wow. Los, weg hier. Oh, shit. Haben wir aber nochmal Glück gehabt. Okay, schnell weg hier, schnell weg hier. Oh, wow. Hier runter. Fahr zur Hölle! Okay, nicht mehr weit, das ist die Kapsel. Oh, festhalten! Halo 4. Wow, was für ein Start. Hat der Master Chief das überlebt? Wo sind wir? Überprüfe Aufprallkoordinaten. Du hast für uns deine Familie aufgegeben, deine Kindheit, deine Zukunft. Cortana. Tut mir leid. Der Absturz. Bin okay.
Schon vor dem Verlassen der Dawn stimmte irgendwas nicht. Chief, wirklich. Mir geht es gut. Cortana. Ich wurde vor 8 Jahren in Betrieb genommen. 8 Jahre. KIs degenerieren nach 7, Chief. Halsey. Chief. Wir müssen Halsey finden. Chief, bitte. Sie hat dich erschaffen und kann dich reparieren. Vom Wahnsinn gibt es kein Zurück, Chief. Wenn wir es zurück zur Erde schaffen und Halsey finden, biegt sie das hin. Versprechen Sie einer Lady nichts, was Sie nicht halten können. Wir müssen los! Wow, was für ein Planet! Scheint nicht so, als sei es der Allianz besser ergangen. Wie viele Schiffe haben es durch die Decke geschafft? So einige. Warum? Wir müssen immer noch nach Hause. Das ist unser primäres Ziel. Okay, schauen wir mal, was wir so rumliegen haben. Ich behalte erstmal noch alle Waffen. Schauen wir uns hier mal gut um. Ich habe mir schon von Anfang an gedacht, dass was mit Cortana nicht stimmt. Dass der Chief das hier überlebt, war so klar. Gehen wir mal hier runter. Ich empfange eine schwache Übertragung im Hochfrequenzbereich. Allianz? Glaube ich nicht. Ist ein anderes Muster. Versuche, die Position anzupeilen. Wow! Das ist ja mal gigantisch! Boah. Ich würde am liebsten hier runterspringen. Gehen wir mal weiter. Warthogs, sogar noch in einem Stück? In einem Stück? Da hinten steht sogar ein Ding. Okay, Munition. Hier ist das Kampfgewehr. Absteuerung ist immer noch dieselbe. Boah, der Sound. Und hupen können wir auch noch. Perfekt. Chief, wegen meines Leidens. Ich hätte es ja nie erwähnt, weil es mir ziemlich weit hergeholt scheint, aber da Sie es angesprochen haben, möglicherweise könnte unsere Heimkehr wirklich eine Lösung für meinen Wahnsinn sein. Inwiefern? Soviel ich weiß, bin ich die einzige KI, die je aus lebendem Gewebe erschaffen wurde. Dr. Halseys Klon, um genau zu sein. Vielleicht lässt sich mein neuronales Netzwerk unter gleichen Bedingungen neu kompilieren. Das bedeutet, dass wir Halsey finden müssen. Wow, was für ein Sprung! Okay, wir müssen Holz hier auf jeden Fall finden. Das werden wir auch tun. Chief, da ist wieder dieses seltsame Signal. Diesmal noch deutlicher. Hat es eine Bedeutung? Ich bin vor allem ziemlich neugierig. Es verhält sich merkwürdig. Vorsichtig, das sind Feinde. Moment, wir könnten uns hier positionieren. Feinde! Und dann gehen wir hier aufs Geschütz. Ja, boah, das war nur eine super Idee. Komm schon, verreck! Oh, da unten ist ein Ghost. Okay, das Ding hinten war. Boah, das Ding gibt aber auch Gas. Okay, nur noch den Elite da hinten. Wunderbar. Lief doch ganz gut. Ich denke, der Ghost ist so ziemlich ramponiert. Ja, der raucht schon. Lassen wir den mal liegen.